Also, Hallöchen, ihr Lieben. Handy hier, Helen da. Motivation so mittelmäßig. Also natürlich vor allem Hallöchen an die Leute, die später dazukommen. Ich habe jetzt auch vorher gleich noch einen Kommentar gelesen unter einem meiner Videos, dass ich mich nicht so gut vorbereite. Tja, stimmt. Ich habe den gelöscht, denn es wurde auch beleidigend. Also ich hatte letztens einen Kommentar nicht gelöscht, der auch so ein halb beleidigend wurde. Und auch da war es jetzt unklar. Also einerseits freue ich mich natürlich auch, wenn unter älteren Videos noch kommentiert wird. Der war von 2020, fühlte sich schon uralt an. So lange ist das, glaube ich, auch noch nicht her. Also in diesem Video mache ich, wie ich es schon mal gemacht habe, vor Monat her oder so, wieder die Verlagskanäle stalken auf Instagram. Da kamen sicher noch ein, zwei dazu. Und in den letzten Tagen nochmal ein paar, die mir eigentlich nicht so zusagen oder so, wegen einer eigentlich sonst interessanten Aktion, die ich jetzt natürlich gleich vorstellen werde. Also ich fange jetzt halt nochmal ganz von vorne an. Ich habe da auch schon die ersten 4, 5, 6 oder so schon angeschaut. Und es ist ja jetzt 6 Uhr und mein Freund ist gerade nicht zu Hause. Ich lege die Livestreams oder Videos meistens so, dass er nicht zu Hause ist, dann stört er auch nicht, außer die Hunde. Und er ist aber auch schon ziemlich lange nicht zu Hause. Ich glaube, er ging in die Wohnung, wo ich eventuell mitgegangen wäre. Aber zuerst irgendwas gemurmelt von nur etwas im Auto holen oder keine Ahnung. Ja, also wenn ich ihn da richtig verstanden hätte, wäre ich da auch mitgegangen. Könnte jetzt eben sein, dass er irgendwann wieder zurückkommt, ziemlich schnell. Das weiß man nie. Und dann ist das Video auch ziemlich schnell wieder zu Ende. Also, fangen wir an mit dem Kinder- und Jugendbücher, Sachbücher, Comics und Graphic Novels, Kochbücher. Moment, müsste ich da weiter runter scrollen, um da mehr über den Verlag zu erfahren, denn diese 4 Neuzugänge Verlage haben jetzt alle etwa das Gleiche in den letzten paar Tagen gepostet. Sie machen nämlich bei 6 Verlage ein Thema mit, dann waren es glaube ich 5 neue Verlage, einen hatte ich schon. Und da kann man da so ein Gewinnspiel mitmachen. Da werden von den Verlagen Hörbüchern, also Hör in Klammern, gegen Querphobie, Rassismus, Ableismus, Sexismus, Ageismus, was ist jetzt das? Ist es vielleicht Ageismus mit Alter und Klassismus vorgestellt? Und da kann man so auch unter dem Hashtag 6 Verlage ein Thema. Und dann kann man da irgend so ein Überraschungspaket von diesen Verlagen gewinnen. Und vielleicht stelle ich jetzt einfach kurz alle Verlage vor und dann überspringen wir alle. Weil eben alle in der Zeit eigentlich nur. Das ist die Hörcompany, Arktis Verlag, Mixed Vision, Tulipan, Hansa, Jacobi und Stuart. Ah, das war der Arktis, genau. Arktis bin ich, glaube ich, schon gefolgt. Tulipan sagte mir auch was und Hörcompany. Ich habe jetzt nur bei Sexismus mitgemacht, das war von gestern. So komisch, die Reihenfolge stimmt nicht ganz bei allen gleich, keine Ahnung. Hier steht jetzt Ageismus mit einer Oma auf einem Fahrrad, also das ist doch irgendwas mit Alter, ob man das Deutsch oder Englisch oder Lateinisch ausspricht, weiß ich nicht. Was halt? Wir haben hierzu einen Buchtipp für euch. Ich muss noch kurz das lesen, wer die Wohnungstür findest.
Also hier gibt es eine Werbung zum Buch Ey, hör mal von. Jetzt ist er wieder weg. Ey, hör mal von Gulreiz Sharif. Und hier noch. Das ist, hier steht nicht viel. Also wirklich sehr lustigen Werbetrailer in der Story vor einer Stunde. Ich glaube, das sind pakistanische Eltern, die getrennt sind über Dänemark und so weiter. Ich konnte das nicht alles so schneller lesen, aber es wurde richtig lustig und schön gemacht, dieser Werbetrailer. Vielleicht kommt der ja dann noch in die gespeicherten Stories, wie sagt man den schon wieder. Hier gibt es nochmal Buchtipp. Ich weiß jetzt nicht, ob das unter Klassismus ist, weil das müsste doch eher Rassismus sein, oder? Aber Themen sind ja auch schwammig oder so. Vielleicht kann ich hier noch schnell sagen, was ich unter Sexismus vorgestellt habe. Der Beitrag, meinen kann ich ja zeigen. Wurde ein bisschen ein Fail. Ich wollte zuerst oben den Titel machen, Bücher gegen Sexismus. Stattdessen habe ich dann zu viel geschrieben. Da steht jetzt Diane Fossey, die Forscherin von Susanna Leonard. Da müsste man jetzt halt alles selber googeln. Immerhin sieht es so ein bisschen schöner aus mit den Dingen, als wenn ich da einfach einen Screenshot der Bücher mache. Denn ich habe hier die Bücher von der Lesejury, von Vorablesen und von Lovely Books ausgewählt, die gerade aktuell oder demnächst Leserunden haben. Ich gucke kurz. So, bin wieder hier. Also Diane Fossey, die Forscherin von Susanna Leonard. Es sind einige so ein bisschen historische Bücher. Das war vielleicht diese Frau, die Gorilla, irgendwelche Wildtiere in war das jetzt ein Dschungel oder war es Afrika oder beides, erforscht. Und sie hat dann auch noch eine Beziehung zu einem verheirateten Mann. Und vielleicht sollte ich das Fenster mal zumachen. Ja, also eben, ich habe jetzt hier natürlich nicht richtige Sexismus als Thema, aber halt eben, hier machen ja die hauptsächlich Frauen irgendwas Starkes, was man ihnen nicht zugetraut hätte, und das wäre dann wiederum Sexismus. Also ja. Dann habe ich hier Berlin Monster 2 von Kim Rabe. Man kann es, glaube ich, sogar entziffern, wenn man es nicht weiß. Spiegelverkehrt, das war auch ein Fail in der PixArt. Bildbearbeitung, die ich dann halt so gelassen habe. Da habe ich schon Berlin Monster 1 gelesen und Berlin Monster 2 versuche ich jetzt doch noch bei der Leserunde mitzumachen. Ich habe es ein bisschen hin und her abgewägt, soll ich es vielleicht nicht. Da geht es um eine Detektivin, die auch raucht und recht burschig groß ist. Und es gibt allgemein aber auch verschiedene Themen, zumindest im Buch 1, die irgendwie Leute diskriminiert werden oder hinterfragend, was nicht so gut gelaufen ist. Es ist auch so ein Fantasy, und auch in Fantasy gibt es irgendwie Rassismus, Klassismus, was auch immer. Ja, das wurde vor allem in Berlin Monster 1 sehr thematisiert. Dann haben wir Fräulein von Amt von Charlotte Blum. Das ist jetzt so ein bisschen ein historischer Krimi, wo eine Telefonistin, also da, als es noch so Stöpseltelefone gab, irgendeine Nachricht mitbekommt, die sie auf einen Kriminalfall schließen lässt und dann, glaube ich, mit Hilfe von einem Mann dieses löst. Und es wird auch am Anfang so freiheitsliebende Frau und so weiter beschrieben, ja, was doch nach einer starken Frau klingt, die dem Sexismus einiges entgegenbringt. Dann habe ich den
das Buch Grenzenlos zu Hause von Maren Kreiter gefunden. Das war ein christliches Buch. Irgendeines der Bücher war ein Hörbuch. Ich glaube, es war Lea und das blaue Glück. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Also komme ich gleich darauf. Grenzenlos zu Hause war ein leicht christliches Buch, aber ich glaube auch nicht so extrem, über eine Frau, die nur mit dem Schlafsack unterwegs war in Europa, mehr oder weniger. Also ich glaube, das ist, also es ist einfach ein christlicher Verlag. Sie ist Christin und also ich denke mal, hat auch wirklich Lust gehabt, das zu lesen. Ich habe auch schon viele christliche Bücher gelesen, aber jetzt mittlerweile auch schon eher in Richtung Agnostikerin entwickelt. Aber ich hätte wirklich Lust gehabt und ich denke, da ist das religiöse Thema nicht so groß und das Trampen-Thema, was mich auch sehr interessiert, mehr als christliches, sehr groß. Und vor allem eben als Frau ist das auch extrem mutig, wenn man alleine unterwegs ist, nur mit dem Schlafsack. Ich mache theoretisch immer noch meine Challenge, dass keine Bücher neu dazukommen dürften, aber bei Leseproben und Gewinnspielen ist es halt Glück oder Pech. Ja, mit dem Hobbit bin ich auch fast fertig. Ja. Dann ein weiteres Buch, Lügen über meine Mutter von Daniela Dröscher, wo halt Sexismus doch eher in negativer Form gezeigt wird, dass der Vater eben diese Lügen verbreitet hat. Also Lügen, ja, ich finde, es ist ein bisschen kontrovers. Jedenfalls war er, ich glaube nicht, dass er eifersüchtig war, aber hat einfach diese Mutter schlecht gemacht, dass ihre Übergewichtigkeit und so weiter alles Probleme sind, über die er kritisieren musste. Irgendwie so habe ich es im Sinn. So, nochmal hier. Wir haben hier jetzt halt richtigen Livestream-Charakter mit hin und her rennen. Weil wenn die Türe dann aufgeht, weiß nicht, wie ich das dann mache. Ich kann, glaube ich, nachträglich noch etwas rausschneiden, falls man ihn sehen würde. Also, was nicht unbedingt, was ich halt jetzt aus irgendwelchen Gründen nicht will. Also, dann haben wir noch Lea und das blaue Glück von Wiebke Wiedeck. Da geht es um eine 16-Jährige, die ein bisschen besonders ist und die irgendwo das Glück draußen mit einem Fahrrad oder so finden wird. Das klang eher so ein bisschen in die Richtung Jugendbuch vielleicht. Und dann habe ich da schon alle vorgestellt, die ich da in diesen 6 Verlage ein Thema, Aktion, vorgestellt habe, können wir mal weitermachen mit den Verlagen. Empire Verlag hier. Hier gab es eine Lesung im Barfußpark in Brandenburg. Kurfürstendamm. Ist jetzt Brandenburg eine Stadt oder ein Bundesland oder beides? Ich glaube beides. Thriller von Ariana Lambert. Also, ja. Also so ein Barfußpark, das würde mich jetzt interessieren. Leider bin ich nicht in Hamburg. Eben so Parke, wo man barfuß laufen kann, das klingt mega cool. So, ich mache jetzt einfach mal ein Gefällt mir. Und hier kommt noch der 4. Teil von Einfach Liebe-Reihe raus. So. Stories. Ich komme jetzt gerade nicht raus. Was? Schauen wir da ein bisschen durch. Da gibt es einen interessanten Kanal. Aber ich versuche gerade den Namen zu entziffern, also die Bedeutung Buch, Hotel und Werbung mit Herz. Also hat es da irgendwas mit, was bedeutet denn Buch, Hotel? Also
Hotel sehe ich die ja nicht. Ja, eigentlich der allgemeine Feed oder die einzelnen Beiträge sind sehr schön gemacht. Da sieht man gleich ein großes 5-Sterne-Cover und dann einfach im Beitrag selber halt so gelesen als Print, wie viele Seiten Literatur, Datum, Verlag, ja, das interessiert mich eigentlich alles nicht so. Und dann, aber diese, ja, eigentlich ist es schön gemacht, dass man hier gleich 5 Sterne drauf, irgendwie überall. Vielleicht haben sie nur 5 Sterne gelesen. Oder sie gibt einfach ein bisschen schnell 5 Sterne, hier nur 3 Sterne und schwacher Start. Also es gibt auch mal, aber ja, grundsätzlich tut diese Buchhotel und Werbung mit Herzrezensentin schnell die Bücher mit 5 Sterne bewerten. Sowas findet man halt auch beim Verlag raus. Ich habe sie jetzt nicht abonniert, aber mal kurz drauf geschaut. Bitte und danke für die Werbung. Irgendwie so. Jetzt kommen wir zu Vorablesen. Da habe ich ja vorher 6 Bücher vorgestellt und diese Telefonistin hieß anders, war von Vorablesen und das glaubt nicht, das auch nicht, das auch nicht. War es Lügen über meine Mutter? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich versuche mein Gedächtnis auf die Sprünge zu bringen, aber ich weiß nicht mehr, was da bei Vorablesen im Thema Sexismus vorgestellt wurde. Also eben das da mit dieser Telefonistin, das anders hieß, aber Thema so war. Ja, egal. Und sonst sehe ich jetzt hier gleich noch nichts von denen, die ich bestellt habe. Also warte mal gucken. Hier haben sie eine Weltreise. Ich habe jetzt auch auf meinem Computer mal so eine Weltkarte aus, also nicht ausgedruckt, sondern einfach virtuell, also als Paint und dann kann ich das virtuell dann ausfüllen, aber das geht ziemlich lange, weil die ganzen Tolkien-Werke sind natürlich nicht auf der Weltkarte. Das nächste, nur noch eines habe ich, das wäre dann Frankreich irgendwo, was ich auch schon längst mal belesen habe oder so. Also, ja. Also wenn ihr irgendetwas im Land Problem ist, ah, das ist ein Gewinnspiel. Das Problem ist, ich weiß nicht, was das für ein komisches ist, das überhaupt ein Land. Ich dachte zuerst, das wäre eine Region in einem Land. Also ein Land namens oder eine Region namens Lenkries. Ich sag mal googeln. Es könnte entweder. Ich dachte zuerst an etwas Italienisches, aber ich überlege jetzt doch, ob das vielleicht eher was Deutsches ist. So ganz im Norden. Hä? Hä? Nein, das ist aber kein Land. Okay, und was soll jetzt das für eine Weltreise sein in ein falsch, zweimal falsch geraten. Südlich von München ist das lustige Dorf namens Lenkeries oder ja, was auch immer das ist. Da gibt es also ein Gewinnspiel, Solange gehört das Leben noch uns von Josephine Weiss. Und in einem Theresienhospiz verlieben Ina und Richard sich und so weiter. Es geht noch bis zum 16.07. auf Instagram. Ja, also erst 4 Teilnehmer, unter anderem die Buchfink.de.
BY, der ich auch folge. Werbung bitte und danke. Was haben wir sonst noch? Das habe ich, glaube ich, gesehen. Das klingt auch noch interessant. Das ist auf Vorablesen selber zu gewinnen, quasi, also nicht auf Instagram. 10 Jahre du und ich finde ich vor allem vom Cover so schön, also ja, mittelschön, weil es so ein bisschen eine Mischung aus gezeichnet und Gefühle ist und dann eben auch, es ist, glaube ich, so eine Liebesgeschichte, die quasi, nein, doch nicht ganz so, aber ja, irgendwie eine lange Liebesgeschichte. Sie sind noch nicht 10 Jahre zusammen, sondern sie wissen noch nicht, dass sie zusammenpassen. Also steht auch hier unten so ähnlich. Ja. Also, die zwei, Becca und Charlie, haben eine tiefe Feindschaft. Ich habe Freundschaft zuerst gelesen, aber hier steht Feindschaft. Okay, das klingt nicht mehr so toll. Also ich weiß auch nicht, so verfeindete Liebespaar, ich lese ich nicht so gern. Weil eigentlich, theoretisch ist es schon lustig, ich mag nur das Wort Feindschaft oder wie auch immer der Trope heißt, nicht so ganz. Doch jetzt wird es leider wieder lustig. Ihre gemeinsame Freundin hat eine Bucketlist nach Ellies Tod. Ellies Tod wäre auch... Ah nein, Ellie ist die gemeinsame Freundin. Okay, das heißt, sie meldet sich nach ihrem Tod. Ah, jetzt komme ich raus. Ja, wieder aus dem Grab, quasi. Okay, ich hätte es lieber gehabt, wenn Ellie noch gelebt hätte. Da ist schon wieder ein typischer Trope. Ja, aber ich glaube, es ist schon cool. Also schon zwei Tropes. Einmal die gestorbene Freundin und dann vielleicht noch die Bucketlist und dann noch die Feindschaft, wären schon drei Tropes. Und ein schönes Cover, also ja. Ah, das könnte ich, das interessiert doch auch noch einige der nicht vorhandenen Zuschauer auf meinem Kanal. Hier geht es wieder mit Vorablesen um die Welt. Hier gibt es, glaube ich, Templates und hier stelle ich euch mal die Bücher vor, die andere Kanäle hier vorgestellt hätten, haben zum jeweiligen Land. Also da Palisade, Colorado mit Place to Love von Lily Lucas, die kennt man irgendwoher, von der Lese Mama. Dann Provence, Frankreich, Lavendelblauer, Sommer in der Provence, das wäre quasi wieder mein Trüffel, Träume dort hinten. Das war, glaube ich. Ah, hier noch Erlangen und Nürnberg mit Tod in Franken. Also eben, ich glaube, in Deutschland werden da noch einzelne Regionen abgearbeitet. Keine Ahnung, wie sie das machen. Weil das komische Lenkries ist ja auch nichts, was man wirklich auf einer Weltreise braucht. Also, es geht darum... Auf eure Bingos, hä? Ah, hier hat es noch ein... Bingo. Also, es gibt hier die Sommer Challenge mit Vorablesen um die Welt. Und es geht einfach darum, so viele Buchorte dieser Welt wie möglich zu bereisen. Das heißt, ja, keine Ahnung. Also, inoffizielles Ziel. Es gibt den Hashtag mit Vorablesen um die Welt und am Ende des Sommers, wann ist das, werden 10 XXL Buchpakete unter allen Beiträgen verlost. Gehen wir zum nächsten Verlag. Also der W-Readers Verlag. Morgen, also gestern, war die Veröffentlichung von Eine Krone aus Frost und Schatten von Lea Diamandis. Und das war eben das Gewinnspiel. Hier gibt es noch eine Bloggersuche.
E-Book, Rezension auf Instagram und mindestens einer anderen Seite. Innerhalb von 2 Monaten. Und dann muss man einfach eine DM schreiben. Steht auch sonst nichts. Was das denn für ein Buch ist? Das Seidentraumbuch von Nina Elisabeth Christ. Irgendwas Fantasy-mäßiges mit komischen Namen. Also, ich mache mal wieder den. Ich bewerbe den Esel ziemlich schlecht. Ja gut, vielleicht wurde das aus Gründen der Klappentext noch nicht beschrieben. Jedenfalls eben da eine Bloggersuche. Stand auch nichts von Reichweite oder so. Und meistens spricht es mich dann doch nicht so ganz an, aber ich schaue es jedenfalls. Ah doch, da hier ist der Klappentext. Ich schaue es mir doch meistens mal an. Nach tollen Bloggern, also ja, Blogger, keine Ahnung, steht nicht von Reichweite und so. Es klingt so ein bisschen wie Aladdin oder so ähnlich. Also ein Prinz, die ganzen Namen klingen so Aladdin-mäßig. Also wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr euch das ja mal anschauen. Dank mir Werbung bitte und danke. Ich finde, es war langweilig. So, nächster Verlag. Ich schaue mal, wie viele Minuten soll ich machen. Entweder mache ich gleich eine Stunde oder ich mache 45 oder ich mache 40 Minuten. Penguin Verlag. Der bewerbt seit vor 2 Tagen, dass das Buch 8 Berge von Paolo Gonietti nicht jetzt verfilmt wurde. Genau. Jetzt habe ich mich verhaspelt. Das interessiert ja sich auch die Filmliebhaber. Ist das vielleicht ein sind 2 Männer drauf? Ich weiß nicht, ob da schwule Männer sind. Es klingt eher so nach einem Drama oder so vom Cover her. Und natürlich ebenso in den Bergen. Vielleicht ist das ein bisschen ähnlich wie Brokeback Mountain, nur ein bisschen europäischer. Mein Ratespiel. Also müsste ja italienisch sein, das ist da immer noch Europa. Ja. Wir vor 5 Tagen. Der Auftakt von Nena Tramontani, beworben, The Way I Break. Also der Auftakt der Hungry Hearts Reihe. Das ist mal ein mega schönes Cover von Nui Adult, würde ich raten. Und die Kurzbeschreibung. Eine junge Starköchin, manipulativer Freund, irgendwo London, England, also irgendeine komische Hafenstadt, die niemand kennt, die ist vielleicht noch gar nicht, die gibt es sicher nicht, oder? Oh, Alkohol, das klingt nicht so gut. Vielleicht wird das ja dann wieder gut aufgelöst, dass sie eine Therapie macht. Aber im Moment stolpere ich im Internet, in Foren, in Facebook, in Instagram, überall über das Thema Alkoholsüchte und so weiter.
Ich bin sehr froh, dass es langsam aufkommt. Und deswegen bin ich da auch ein bisschen. Es kocht so ein bisschen in mir auf und ich möchte jetzt nicht irgendwas lesen, wo es verharmlost wird oder so. Das hatte ich jetzt auch in der Serie, die ich gerade schaue. Da wird es tatsächlich unter anderem, es werden auch sehr viele gute Themen angesprochen. Major Crime schaue ich nämlich gerade. Unter anderem wird auch so ein bisschen immer wieder erwähnt, dass Charaktere zu den AAs, also den anonymen Alkoholiker, gehen oder so und so viele Monate trocken sind. Und das finde ich wirklich gut, dass es so erwähnt wird, so in dieser Serie. Weil sonst sind die Alkoholiker ja häufig doch nass aktiv, was auch immer. Und die Erfolge kriegt man gar nicht so mit. Aber es ist eigentlich nur so am Rand, aber wie so manches auch, zum Beispiel die schwule Liebesgeschichte ist mir ein bisschen zu sehr am Rand. Also diese schönen Themen sind eigentlich alle so ein bisschen am Rand im Major Crime. Ja, eben hier ist eben nicht klar, inwiefern in The Way I Break mit Alkohol umgegangen wird, aber Triggerwarnung, es wird wahrscheinlich sein. Hier, Juni. Hä? Unsere Bücher im Juni ist vorbei, okay. Okay, dann machen wir jetzt halt vielleicht noch den nachträglichen Juni-Neuerscheinungen Werbung vom Penguin Verlag. Warum macht man das am 1. Juli, weiß ich nicht. Aber es ist vielleicht trotzdem spannend. Dann sieht man auch schon ein bisschen, welche gut verkauft wurden oder nicht. Zumindest wenn man googeln würde. Also ich schaue mir jetzt halt nur die Covers an und schaue da mal, welche mich interessieren würde. Das da war doch auch. Hä? The Way I Break ist auch hier dabei. Der Juni ist vorbei. Ich dachte, das wäre erst ganz kürzlich. Ist ja egal. Also, hier finde ich, dass Thrillers und so, wir behandeln die falschen. Also am interessantesten klingt das Buch Geschwister sind wie Gummibärchen von Ursi Breidenbach und Heike Habidi. Mega lustiges Cover mit zwei Alpakas. Ja, keine Ahnung, um was es im Buch geht, aber das Cover und alles hätte mich da lustig angesprochen. Also vielleicht, wenn man ein bisschen jünger ist als ich, aber theoretisch. Nächster Verband, der Self-Publisher-Verband. Mal schauen, was der hat. Das Vermarkten des eigenen Buches ist generell ein Thema. Schwer tun. Was sind eure liebsten Marketingmethoden außerhalb von Social Media und Co? Und hier sechs Kommentare. Lokalpresse oder Lokalradio? Preisformat, Distributionsweg? Dann nennt das Kind doch beim Namen. Also Werbung. Mängelexemplare in örtliche Bücherschranke stellen, habe ich kürzlich mal gesehen von einer. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber mindestens werden sie da nicht geschreddert. Visitenkarte dazu. Ja. Habe ich schon öfter gemacht und es funktioniert. Ja, super, wenn das funktioniert, hat der liebe Benjamin Spank geschrieben. Also die kenne ich alle nicht, aber den habe ich mal erwähnt. Hier hätte ich natürlich die Kommentare
die Namen vorlesen können, falls das eben Self-Publisher Autoren sind, wären die sicher dankbar, wenn sie ihnen Videos vorgestellt werden. Also wenn der Traum von der Veröffentlichung zum Albtraum wird. Jetzt wäre ich fast drauf reingewonnen. Weil sie ein Beispiel gewählt haben wie DKZV, Druckkosten, Zuschussverlage agieren. Das dachte ich schon, das machen sie auch. Ja, das war ungefähr. Ja, das klingt noch ein bisschen spannend. Hörbücher für Self-PublisherInnen. Und hier wird Bookrig oder Xing genannt. Und das Hörbuchprogramm von Amazon ist im deutschsprachigen Raum leider nicht verfügbar. Weiß ich nicht. Also für Self-Publisher oder so. Naja. Das eigene Studio ist schon eingerichtet, schrieb Lexis Book Delicious. Das ist immer so ein bisschen. Ah, das ist. Der kommt mir bekannt vor. Ah, doch. Das ist ein Blogger und ein Autor namens Felix Koch. Und auch Bookskari Karaiti ist mitten in der Produktion. Ich weiß nicht, ob selber oder nicht. Und jemandem stehen die Kosten im Weg. Ich habe zu diesem Thema auch noch nicht so lange her ein Video von oder mit Lucian Caligo gehört, der auch jemanden vorstellt. Der stellt immer so Leute vor, Autoren und so weiter, der Hörbücher produziert, und der jedenfalls bietet da irgendwelche ganz guten Kosten, Voranschlagungen und Dinge an. Zum Beispiel auch, dass dann quasi einfach er einen Teil des Profits bekommt und dafür kostet das Hörbuch erstmal nichts. Das bedeutet natürlich auch, dass der dann auswählt, welches Hörbuch für ihn wahrscheinlich lukrativ ist und welches nicht so sehr. Also man könnte vielleicht eine Absage kriegen. Ich weiß jetzt nicht, wie der Name ist von diesem einen, aber man könnte ja mal bei Lucian Caligo nachschauen, wenn man als Autor die Kosten scheut. Also ich kann jetzt, glaube ich, doch noch schnell die Stunde fertig machen. Und wir gehen weiter zum Drachenhaus Verlag. Verlag für chinesische Kultur. Also in diesem Video hier kommen, glaube ich, mehr Sachen für Leser vor. Ich glaube, LeserInnen vor. Im letzten Video war es, glaube ich, auch hauptsächlich für Autoren. Hier kommt, glaube ich, wieder erst 9 Stunden her. Okay, ein Gewinnspiel. Tolle Preise zu gewinnen. Wir verlosen 3 Cheng Yu Büchlein. Also chinesische Sprichwortgeschichten. Schickt uns Fotos von euren tollen Ostern-Verstecke. Hä, das ist so seltsam.
Oder was war da? Es war ein Video des Osterverstecken. Ich bin jetzt wirklich völlig. Ah, genau. Das war auch so. Letztens hat meine Schwester irgendwas von Pfingsten geredet, dass sie da gerne an den Markt gehen würde. Und dann dachte ich so, Pfingsten, das ist doch schon vorbei. Und ja, es hat sich dann natürlich herausgestellt, dass sie in einem Jahr gemeint hat. Und jetzt hier noch Ostern. Man verwirrt mich mit solchen Sachen mega. Aber das ist, ja, ist halt so, dass die aus irgendwelchen Gründen. Also hier wieder steht ja was von Osterverstecke, aber hier in der Beschreibung schreibt einfach ein Chengyu auf Chinesisch oder Deutsch mit Kreide auf die Straße oder eine Mauer, macht ein Foto und sendet uns dieses an E-Mail. Könnt ihr da googeln. Wir freuen uns auf eure kreativen Werke. Also ja, vielleicht keine Ahnung, warum hier Ostern stand. Muss man erstmal wissen, was ein Chengyu ist, also ein bisschen chinesisches Sprichwort. Aber da kann man wahrscheinlich auch, keine Ahnung, da wird dann sicher nicht so streng auf Silben oder was auch immer da geachtet wird, geachtet. Das ist ja auch zum Teil ein Kinderbücher für zweisprachige Verlag. Nicht nur, aber ich glaube schon ziemlich stark darin. Zumindest letztes Mal hatte ich den Eindruck. Das ist auch immer so ein bisschen. Der legt wirklich Wert auf literarisch schöne oder rechtschreibtechnisch schön geschriebene Beiträge. Deswegen bräuchte ich da noch Stunden, um einen einzigen Beitrag zu verstehen. Das ist aber auch wirklich sehr schön. Und das passt auch zu den Chinesen, die da auch sehr schöne literarische Kunst haben, die für uns, auch wenn sie auf Deutsch übersetzt wird, dann ein bisschen ungewohnt ist. Eben auch mit diesen ganzen Haikus und Chengyus und Poetik und was auch immer es da alles gibt. Dann der nächste ist der Story One Verlag. Die haben noch immer den Storyteller Award 2022. Ich glaube, das ist sogar das Einzige, was der macht oder so. Keine Ahnung. Also die Young Story, also für junge Autoren. Ich weiß gar nicht, ob für mich das als Leser in interessant ist, ihr müsst ja manchmal, habe ich letztes Mal den Kopfhörer aufgehabt, den Ton anmachen. Hier gibt es nämlich eine. Amina liest live aus dem Central Park in Manhattan, New York. Ist eine Deutsche? Keine Ahnung. Die irgendwie in New York ist. Das hätte ich jetzt gerne. Ja, ich denke, da in den Story lernt man da noch Leute kennen, theoretisch, aber ich bin mir trotzdem nicht so ganz sicher, ob mich als Leserin das interessiert. Und auch diese Covers, die sehen so ein bisschen aus, wie eine Mischung aus. Kennt ihr diese Klassiker, die dann so in braunen, dicken Stoff Bänden sind. Ungefähr so sehen diese Bücher aus, nur dass sie sehr dünn sind. So eine Mischung aus dieses, also ist ja qualitativ vielleicht eher hochwertig, aber nicht schön. Also Erzähl mal Berlin ist jetzt da noch eines der schöneren, was ich gerade gesehen habe. Das sieht sehr schön aus, aber andere sehen sehr schlecht aus.
dann so eine Mischung aus Duster und Self-Publishing oder gar kein Cover-Design gehabt. Das hatte ich im letzten Video ein paar Mal, deswegen dieses Mal wahrscheinlich nur einmal, dass irgendeines der Verlage live entabonniert wird. Und wie gesagt, das Story One World, ja, ich weiß nicht. Also ich finde es sehr spannend, aber ich bin die falsche Zielgruppe, habe ich ja schon gesagt. Okay, wo waren wir? Wir haben noch Zeit für einen. Sternensand Verlag. Sieht weihnachtlich aus. Kennt ihr das? Manche Bücher wolltet ihr trotz Weihnachtsthematik schon im Sommer lesen? Eigentlich nein. Ja. Aber falls es euch so gehen würde, das Cover ist mega schön und so. Unlike von Goldfischen und anderen Weihnachtskeksen. Handelt in New York, handelt von einer schiefen Bahn. Keinen Job, keine Wohnung. Ah nein, er hat einen Job, er hat eine Wohnung und er hat keine nervigen Freunde. Doch so herum ging es. Okay, das wäre aber spannend gewesen, so wie ich es gesagt hätte. Nein, das sind keine zwei Männer. Aber irgendwas mit schwul und schwuler Nachbar. Mein Kopf hat jetzt gleich eine schwulen Geschichte draus gemacht, die war mir auch spannender gewesen wäre wie das Original. Das war wahrscheinlich einfach das schwule beste Freund oder schwule Nachbar in dem Fall. Also wahrscheinlich ist die Geschichte trotzdem sehr spannend. Klingt eigentlich wirklich spannend, was jetzt kommt. Nämlich plant er über eine Single-Plattform ein Date für ihn und Sarah ist das Opfer, habe ich gesagt. Das steht hier nicht so. Eine Londoner Studentin. Und sie hat. Oh, das klingt turbulent. Schon mit jemandem gechattet, das ist aber nicht Ivan, sondern wahrscheinlich der schwule Freund. Und sie liebt Weihnachten. Ja, also doch, das klingt sehr turbulent. So ähnlich hatte ich doch das in einem Film. Wie war das nochmal? Ja, nicht ganz. Da war der Hetero-Kolleg, war der Fake-Freund vom schwulen Mann, der damit über seinen Ex-Freund hinwegkommen muss. Und wie hieß dieser Film nochmal? Weiß nicht mehr. Könnt mal gucken, ich habe ihn auf Instagram. Oh, war das jetzt My Fake Boyfriend? Also nicht so ein einfallsreicher Titel. Ich glaube, ich verabschiede mich jetzt damit von euch. Die Hunde hatten, glaube ich, einen Fehlalarm. Aber ich stelle das Video mal ab. Tschüssi. Also Sternensand Verlag habe ich jetzt eben nur das eine Buch vorgestellt. Also es geht ja schon. Weihnachtsbuch. Wenn wir schon bei Ostern und Pfingsten waren, dann kommt auch noch Weihnachten.
eigentlich könnte ich jetzt dann gleich wieder aufstehen und meine Uhr anmachen ans Handgelenk, die gerade am Aufladen ist. Denn ich möchte die 7 Tage Challenge, also schaffen, dass ich an 7 Tagen 7500 Schritte schaffe. Also auf der Uhr ist es so eingestellt. Dann gibt es halt wieder so, wie sagt man, diesen Auszeichnungen, und das ist halt noch motivierend, wenn es da was gibt. Danach wären da nur noch 30 und 60 Tage, was ein bisschen schwieriger wird. Und das Problem war, heute war mir ein bisschen schwindelig, deswegen wollte ich nicht unbedingt weit raus. Deswegen versuchte ich, das alles in der Wohnung ein bisschen herumzugehen. Ja, also eigentlich...